Hallo und herzlich willkommen zurück, Leute, zu Let's Play Remember Me hier von den Dächern von Neo Paris. Und wie ihr seht, können wir hier eine Remini-Szene aktivieren, die wir eben diesem Captain irgendwas gestohlen haben. Und Nillen hat hier gerade schon wieder gefroren, die steht hier auch mit einem Regen, die gute. Deswegen wollen wir sie nicht warten lassen und hier einfach mal direkt reingehen. Befehlshaber derselbe Einheit. Ach genau, der Trace war das, genau. Halt mit E musste ich das machen, ne? Ach, dammit. Ich finde es immer ein bisschen ungünstig. Mit der Maustaste wäre es cooler, also gehe ich erstmal von der Maus weg. Weil mein rechter Zeigefinger ist meine mein Schnelldrückfinger quasi. So. Und dann klappt das auch. So, und jetzt. Ach so, kann ich es noch zusätzlich aktivieren und dann müsste ich da reinkommen. Stimmt ja. Ach Gottchen, ja doch, daran erinnere ich mich sogar noch. Das habe ich auch mal in einem Let's Play gesehen. Das ist so ein kleines Rätsel jetzt. So, müssen wir uns mal anschauen. Auch Kompass Y. Hä? Ja, Y. Ach, da gibt es noch eine Remini-Szene. Stimmt ja. Die Remini-Szene hat uns jetzt einen Hinweis auf den Code nämlich gegeben, weil der so vor sich hin murmelt, wie er sich den Code merkt. Der erste ist zweite von allen zusammen. Ja. Meine zweite friert ein bei absolut. Ja, die zweite ist null. Oder wie? Meine dritte hat all ihre Sinne. Wie viele Sinne waren es? Meine vierte steppt wie eine Spinne. Acht. Aber was ist das erste? Was war das erste? Alles in allem gehe ich durch eine Tür. Was war das erste? Zeig mal nochmal. Zweite von allen zusammen. Ist zweite von allen zusammen. Meine zweite, zweite von allen zusammen. Zweite von allen zusammen. Also es sind 1 bis 5 sind 5 und ja, es sind 10. Zweite von allen zusammen. Zweite von allen zusammen? Ach so, wenn ich... Nee. Ach so, warte, ich muss... Muss ich jetzt die anderen erst ausrechnen und dann... Zweite von allen zusammen. Ja, meine zweite friert ein bei absolut. Null? Also null haben wir. Meine dritte hat all ihre Sinne. Die dritte hat all ihre Sinne, sag ich mal 5, weil man spricht ja vom vom siebten Sinn, ne? Aber ich glaube 5 Sinne waren es. 8 wären 13, die zweite von allen zusammen wäre dann vermutlich die zweite Nummer, wäre das dann die 3. Die zweite bei absolut wäre die 0. Die dritte, die Sinne eben, die 5 und dann die 8 von der Spinne, oder? Oder sehe ich das jetzt falsch? Nee. Hä? Okay, wenn es 6 Sinne sind, dann wären es also 14, also die 4. Dann eben absolut 0, 6 und 8. Hä? Meine erste ist zweite von allen zusammen. Ist zweite von allen zusammen. Ach Gott, okay, ich muss alle zusammenrechnen. Okay, sagen wir 1 mit der 9 wären 10, 2 mit der 8 sind 10, 3 mit der 7 sind 10. Wenn wir bei 30, 4 mit der 6 sind auch 10, sind eben 40 und dann die 5 noch dazu haben wir 45. Dann wäre die 5 die zweite von allen zusammen. Und da hat gerade irgendwie der Sound gefehlt. Der zweite war eben bei absolut einfrieren, also die 0. Der dritte waren die ganzen Sinne, ne? 6 und dann 8, oder? Wenn man so vom siebten Sinn redet. Auch nicht. Ja, komm schon. Es muss doch irgendwie gehen. 5. 0. Dann, wenn es 4 Sinne sind und dann wie eine Spinne, 8 Beine.
Och Gottchen, Leute. Bin mir bei der ersten so unsicher. Zweite von allen zusammen. Meine zweite friert ein bei Absolut. Bei Absolut einfrieren. Meine dritte hat all ihre Sinne. Ah. Meine vierte steppt wie eine Spinne. Nee, bin mir bei der ersten so unsicher. Die zweite von allen zusammen. Ist das dann einfach die 2 oder was? Die 2? Die 0? Die 5? Und die 8 oder wie? Ah! Tatsache, doch so einfach. Okay. Also bis auf die erste waren mir ja alle relativ klar schon, Leute. Aber die erste habe ich wohl irgendwie zu kompliziert gedacht. Die zweite von allen zusammen, ja toll. Die zweite halt, ja. Cool. So, toll. Die 2. Warum braucht er da so eine komische Merkstütze? Aber gut. Wollen wir jetzt zum Sitzungssaal oder reden Sie zuerst mit Philipp? Sollen wir zuerst mit Philipp reden oder zum Sitzungssaal? Und wieso geht die so auf... Achso, wir schleichen hier ja gerade wieder irgendwo ein, ne? Und daher ist das schon okay. Und da hat es ein bisschen Wasser. Ja. Eine recht nette Deko und die ist schon ganz schön außer Puste. Das ist es also. Rückverwandlung. Cella Cartier-Wells großes Projekt. Lieber, die zu gehorsamen Wegwerfinstrumenten gemacht wurden. Finde die Schlampe und schneid ihr das verrottete Gehirn heraus. Ja, werde ich machen. Auf jeden Fall, bei sowas ist einfach nur abartig. Schluss mit diesem Unsinn. Zurück an die Arbeit. Eure Familien stehen unter Saberschutz. Und unser Terminplan ist straff. Angst und Zwietracht sind auf unserer Seite. Diese Überschwemmung ist der perfekte Anlass, das Rückverwandlungsprojekt zu starten. Unsere Prognosen erwarten zweistellige Margen im nächsten Quartal. Also Leute, lasst uns die Welle reiten und saftige Gewinne einfahren. Okay. Lady Cartier Wells ist also eine Superbitch. Eine Superbitch? Okay, mit Steuerung kann ich hier schleichen. Das wusste ich jetzt bislang auch noch nicht. Aber Schluss mit diesem Unsinn. Ja, ist gut jetzt. Eure Familien stehen unter Silber. Ich muss mal kurz die Drohnen beobachten. Angst und Zwietracht sind auf unserer Seite. Diese Überschwemmung ist der perfekte Anlass, das Rückverwandlungsprojekt zu starten. Unsere Prognosen erwarten zwei Stellen okay, im nächsten Quartal. Also Leute, lasst uns die Welle reiten und saftige Gewinne einfahren. Okay. Die geht bis dahin, die geht dorthin. Und wenn die jetzt zurückgeht, kann ich hoffentlich schnell hier rüber, okay. Ah, es ist aber ganz knapp. Es muss man schon mal so sagen. Und jetzt, ganz knapp. Okay. Ich geh mal hier rein. Das Rückverwandlungsprojekt zu starten. Und finde immerhin ein extra Ding. Zweistellige Margen im nächsten Quartal. Also Leute, lasst uns die Welle reiten und saftige Gewinne einfahren. Das speichert. Wieso speichert es? Das gefällt mir nicht. Na gut. Edge, ich fand das Büro dieser Drecksau. Tja, vor ihrem tragischen Unfall war diese Frau echt ein guter Mensch. Vielleicht sollte ich sie vergessen lassen. Das halt nicht die physischen Narben. Ach Gott, ich weiß, was es kommt. Das habe ich sogar noch gesehen, ja. Aufhören, die Welt dafür zu hassen, was ihr passiert ist. Da geht es hin. Leute, ihr werdet jetzt ziemlich überrascht sein. Philipp, ich will eine Liste aller Mitarbeiter, die trotz meiner Anordnungen gegangen sind. Ja, Madame, sonst noch etwas? Das war's erstmal. Ach ja, diese Szene. Also ich kenne auch nicht das ganze Spiel, aber ich hab's eine ganze Weile geguckt, wie gesagt. Unfähig, das geringste Unbehagen zu ertragen.
Ihr werdet unsere Traumalöscher mehr ersehnen als ein Glas Wasser in der Wüste. Eure Verzweiflung schafft mein Vermögen. Ich habe keine Angst. Ich vergesse nichts. Da war wieder ein Schlagwort. Vergessen. Oh, das Auto, ja. Das Auto spielt auch noch eine Rolle. Remixen Sie Silka Kertjas Wells. Ja, Erinnerung, remixen. Ach je. Gehen wir es an, Leute, gehen wir es an. Je nachdem, wie lange ich fürs Remixen brauche, werde ich diese Folge eventuell länger machen. Einfach, weil ich das jetzt ungern schneiden möchte. Silkias Erinnerung. 20,3 Jahre zuvor. Der Unfall. Erstmal anschauen, ja. Ja. Ah, stimmt, anschauen muss man eh zuerst, bevor man remixen kann. Ja gut, dann werde ich diesen Part wohl eher etwas kürzer halten und im nächsten Part mit dem Remixen beginnen. Silla, Liebling, ist alles in Ordnung? Du solltest schon seit Stunden zu Hause sein. Sie bauen am Meriferik. Ich musste einen Umweg über Neubelleville nehmen und der Verkehr war schlimm. Hast du Jax gefunden? Jax! Jax! Ja, hab ich. Und nächstes Jahr organisierst du den Geburtstag. Deine Tochter ist unmöglich, seitdem sie weiß, dass sie ein Geschenk kriegt. Darf ich ihn haben? Bitte! Ich war den ganzen Tag im Labor. Hattest du Zeit, mein Memo über die Memorientherapie zu lesen? Ich war gerade einkaufen mit Mami. Hallo, mein kleines Schlauschen. Sei brav bei deiner Mutter, ja? Charles, Schatz, ich denke nicht, dass die Kunden deine Idee gut finden werden. Ich glaube, Gedächtnisse speichern macht wirtschaftlich mehr Sinn. Stell dir die Möglichkeiten vor. Das menschliche Gedächtnis steuern. Reden wir morgen drüber, ja? Jetzt denke ich, ist es besser, Mami, wenn deine Tochter vergisst, dass heute ihr Geburtstag ist. Hör auf damit, Nelly. Beruhige dich sofort. Du kriegst dein Geschenk zu Hause. Nelly, sitz still und sei ruhig. Mami, schau. Nelly, setz dich wieder hin. Nelly, hinsetzen, sofort. Kindersicherung aktiv. Mami will nur, dass es dir gut geht. Das darfst du nie wieder tun. Okay? Crash. Lassen Sie Silkia den Unfall vergessen. So haben Sie es ja, glaube ich, immer ausgesprochen. Aber das werden wir im nächsten Part machen, Leute. Und das ist schon heftiger Stoff, oder? Wir sind die Tochter von dem Unternehmen, das wohl diese ganze Erinnerungsscheiße, wie ich mal sage, hier in die Welt gesetzt hat. Harter Tobak, Leute, aber wie genau es weitergeht, wie wir diese Erinnerung remixen, um sie diesen Unfall vergessen zu lassen, das erfahrt ihr im nächsten Part. Das weiß ich selber auch nochmal genau, wie gesagt, aber diese eine Szene ist mir so im Gedächtnis geblieben, als ich sie in einem Let's Play gesehen habe, die, ja, heftig. Auf jeden Fall hoffe ich, ihr hattet Spaß an diesem Part und da über einen Kommentar oder... Ja, eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Und dann sieht man sich hoffentlich im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Remember Me. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.